Öffne die Haupttür. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das will, tatsächlich. Hoffentlich geht's hier zum Haupteingang. Dann kann ich die Quinn reinlassen. Auf ist da nicht lang. Gucken wir erst da. Wieder aufstemmen. Pizza! Jetzt bei uns gestern auch was gegeben, dann gab es dafür lecker Pfannkuchen. Selber gemachte Pizza, nicht fertig. Und vor allem lecker Pfannkuchen mit selbstgemachter Marmelade. Selbst eingekochte Marmelade. Hier ist wohl alle Wege führen wohl nach Rom hier. Sieh sich das einer an. Ziemlich nobel für einen Bunker. Ja, ja, könnte sich halt leisten, ne? Hoffentlich kann ich sie von innen öffnen. Die meisten von Teds Frauen lehnen mich ab, ja? Sie sind wie Karikaturen von Hausfrauen, die sich für ihren Mann herausputzen. Aber Brianna, die Holosängerin, sie ist anders. Sie war immer nett zu mir und ich mag ihre Stimme. Die seit Grigoris Tod auffallend leise geworden ist. Sie spekuliert und tratscht nicht wie die anderen. Sie weiß etwas. Das spüre ich. Und ich werde herausfinden, was... Salami, Hawaii wollte ich heute nicht. Das ist auch immer so ein Ding, ne? Und Hawaii und bla 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 und steinigt sie. Mein Gott, wem Hawaii schmeckt oder was? Da soll sie doch essen. Was muss man da mal so ein großes Aufsehen drum machen? Verstehe ich nicht. Es sieht wie eine Art Zugangskontrolle aus. Na, dann lass mal gucken. Irgendwie will ich ja nicht, ne? Aber damit es weitergeht, müssen wir. Ah, gut. Eine Notausgangsfunktion. Notausgang initiiert. Oh! Jetzt kommt's wieder. Die Tür ist offen. Das Schicksal ist mit uns. Ich wusste, du schaffst es. Was ist hier los? Der CEO macht sich bereit für Theben. Ah ja. Oh, warum siehst du aus wie Ted Farrow? Ich bin Farrow, der Neue. Meine Essenz ist über Jahre, über Generationen die seine geblieben. Seine Seele ist meine Seele. Sein Wille ist mein Wille. Wir sind nur auf eine Art getrennt. Ich brauche sein letztes Testament, seine dunkelsten Geheimnisse. Und jetzt, da die Tür geöffnet ist, sind diese Geheimnisse in Reichweite. Wenn ich sie kenne, werde ich so vollständig sein, wie er es war. Ich werde alles haben, was ich brauche, um unser Heimatland zu retten. Und, wie Pharaoh es tat, die Welt. Okay. Ich glaube, hier ist nicht ganz klar, wer Pharaoh wirklich war. Niemand weiß besser als ich, wer er war, wer er ist. Ich, der Erneuerer, der Größte der Ahnen, der Mann, der die Welt gerettet hat. Und du verstehst, Sobek, du bist sie, Pharaohs Vorbotin, Assistentin. Komm, wir steigen gemeinsam nach Theben hinab. Wie es sein soll, bring dir die Kleidung. Kleidung? Er ist Pharaoh, du bist Sobek. Sollte man für so ein wichtiges Ereignis nicht passend gekleidet sein? Nein, 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 nein. Nein, das ziehe ich nicht an. Niemals.
Du wirst die passende Kleidung tragen, die zum Anlass passt. Sonst was? Sobek soll das Leben mehr als alles andere schätzen. Ist das wahr? Gut. Okay. Ich trage deine Kleidung. Also wir werden ihn auf jeden Fall töten. Sehr gut. Fahren wir fort? Schau dich hier um. Wie prächtig. Pharaohs Gebiet. Einfach atemberaubend. Sehr gut. Irgendwo hier hat Pharaoh seine Geheimnisse versteckt. Finden wir sie. Euer Hochwürden? Vielleicht sollten wir Wachen an den Ausgängen aufstellen. Nun gut, so sei es. Der Gedanke, dass all das für die Ewigkeit erhalten ist. Wie mein Schicksal es für mich wollte. Er hat echt einen Schuss, oder? Pharaohs Gleichnis. Ein Denkmal für Pharaohs Größe. Das ist es, mein Ziel. Ein Denkmal ist es auf jeden Fall. Nur für was? Herr Pharaoh ist, dann passt aber die Frisur nicht. Ja, Tamika, darfst du. Ich würde auch gerne, aber... Der Kaiser wird dich dafür mit Belohnungen überschütten, mein Sir. Mit großen Risiken kommen große Belohnungen auf sich. Na mal was? Brianna ist heute Morgen nicht aufgewacht. Sie ist tot. Wie Grigori. Ich blicke auf die riesige, hässliche Statue von Ted in der großen Halle. In seine Augen. Und ich weiß, dass er mich beobachtet. Er beobachtet uns alle. Er hatte immer Macht über uns. Ich wusste nur nicht, wie viel. Hast du Daten gefunden? Nö, nö. Will sie mir nachreden, oder was? Hey, dann mach doch mal... Und echt jetzt Alpha wohl. Ich hoffe, wir dürfen uns hier nachher wunderbar rausschnitzeln. Träge dir alles genau ein, Bohai. Für die Nachwelt. Es wird ein eigenes Kapitel in deinem Vermächtnis, mein Lord. Ich hab gewonnen. Bravo, Bot. Pharaoh hat sich hier ganz schön eingerichtet. Ein Ort, der seiner... Pharaoh hier unten wohl ein Fußbad hatte? Ich wollte schon immer so ab. Aruberta? Das hatten wir, ne? Ausrüsten ist gerade gesperrt. Wir werden nicht weiter über deine Füße reden, Bohai. Lass die Blümchen hier mal stehen. Ich vermute, da kommt noch was. Brianna hat erzählt, dass Grigori sich in Dateien gehackt und etwas Schlimmes rausgefunden hat. Dass Ted wichtige Leute umgebracht hat, die an Zero Dawn arbeiteten. Hat Ted Grigori bestraft? Ihn getötet, weil er zu viel wusste? Wie ist das möglich? Dad sagte,
An Grigoris Körper war nichts zu sehen. Sein Herz blieb einfach stehen. Was Interessantes entdeckt? Ich weiß es noch nicht so recht. So wollte ich. Hey, das ist merkwürdig. Ja, ich habe versucht, dich zu warnen. Ja, quasi. Wenn wir lange genug überleben, erkläre ich dir alles. Die da sehen wirklich bedrohlich aus. Ha, Statuen. Die Wächter von Pharaohs Gebiet. Sie sind funktionsfähig, wetten? Das sind keine Statuen. Pass auf! Bring ihn Zio in Sicherheit. Dann hängt es wohl an uns. Ich bin Bitte darf ich jetzt aber wechseln, ja? Nein, ich darf nicht, ihr Schweine. In den Kampf! Dumm gelaufen. Eine schlechte Vorstellung, der Wahrsager. Eine schlechte Vorstellung, der Wahrsager. Feuer! Alter! Eine schlechte Vorstellung, der Wahrsager. Dann kann der mal die Schnauze halten. So, warte mal, wir sind gar nicht verdorben, oder? Jetzt, doch Feuerschaden. Hier brennt er überall. Ja, das ist ja gefährlich. Aber hier. Mich auch mal wechseln lassen können hier. So, den hatten wir, glaub schon, ne? Danke. Wo ist Aufseher Bohai? Er ist zur Oberfläche zurückgekehrt. Eine weise Entscheidung. Wir dürfen nicht mehr Wahrsagerinnen verlieren als nötig. So, genug gewartet. Wir müssen. Brianna ist heute Morgen nicht aufgewacht. Ja, ja. Okay, das haben wir schon. So, wir sammeln erstmal ein. Ganz wichtig, immer schön looten. Und die nehmen wir mit. Die lassen wir stehen, wir sind voll. Ja, da geht es wohl entlang. Mal seine Schnauze halten, bitte. Als ich diesen Ort erbaute, als die Spezialsysteme entworfen wurden, wusste ich, was ich wollte. Schutz, natürlich. Eine unendliche Energiequelle, natürlich. Aber auch Kontrolle.
über jede mögliche Eventualität. Schließlich weiß man nie, was passiert, besonders wenn das menschliche Element eine Rolle spielt. Was hast du gefunden? Glaub mir, das willst du nicht wissen. Vermutlich nicht. Golden. Ja, Skulpturen. Jetzt. Immer weiter runter. Was ist das? Ein Thron mit Rückenlehne. Daran ist eine Maschine befestigt. Was die wohl macht? Auf ihn töten. Es tut mir leid, CEO. Ich weiß es nicht. Mein Fokus kann die Daten hier nicht lesen. Was ist mit der lebenden Ahnen? Sind die Daten verloren? Nein, verboten. Es wird ungeduldig. Textdatenpunkte Quests. Textprotokoll, Datenbeschädigung minimal. Wie kann ich ihm erklären, dass es sich nicht innerhalb eines Tages, einer Woche oder sogar eines Jahres beweisen lässt, dass ein Organismus Unsterblichkeit erreicht hat? Hier trifft die Redewendung, die Zeit wird es zeigen, absolut zu. Ich habe keine Ahnung, wie lange sein Körper überleben wird. Ich weiß nur, dass er länger überdauern wird als meiner. Was die Therapie angeht, sind wir von zwei Schritte vor, ein Schritt zurück zu zwei Schritte vor, einen Schritt zur Seite aufgestiegen. Mit jeder Behandlung regenerieren sich seine Zellen schneller. Glaube, im Moment altern sie gar nicht mehr. Aber es treten immer wieder Mutationen auf. Und jede muss individuell behandelt werden. Bisher scheint meine pharmazeutische Holzhammerstrategie aufzugehen. Aber wie lange noch? Und mit welchen Nebenwirkungen? Die Ironie an der Sache ist, dass ich in den letzten 2 Jahren in diesem Forschungsfeld mehr erreicht habe, als die gesamte Branche in den letzten 20. Aber niemand ist hier, der das zu schätzen weiß. Hält ganz sicher nicht. Dieser Tage scheint er gar nichts mehr zu schätzen. Tomto. Ja, er war halt nun mal größenwahnsinnig, ne? Selbst wenn er alleine war hier mit seinem, wie wurde es vorhin genannt, Harem, muss er immer noch alles unter Kontrolle haben, ne? Fassbach, Textdatenpunkte Quest. Textprotokoll, Datenbeschädigung minimal. Hätte nie gedacht, dass Ted das wirklich macht. Dachte, er wollte mir nur Angst einjagen, um mich unter Kontrolle zu halten. Mir zu zeigen, was er kann, ja antun kann, wenn ich aus der Reihe tanze oder bei seiner Behandlung Fehler mache. Hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich motiviert geblieben bin. Was sagt das über mich aus? Bei uns. Gibt nur noch so wenige von uns und trotzdem haben wir noch Geheimnisse voreinander. Schreckliche Geheimnisse. Tomto. Und nochmal Gold. Jetzt glaube ich, habe ich hier alles, ne? Den haben wir schon. Gut. Hier geht es wahrscheinlich weiter, ne? Hier noch was? Nope. Würdet ihr vermuten, da kommt ein Video, oder? Ja? Hin. Habe die Gentherapie leicht verändert,
und neue Medizin gegen die Mutationssymptome angewendet. Hoffentlich stabilisiert sich die Lage nach der nächsten Behandlung. Wer weiß, was Ted uns antut, wenn es so bleibt. Die ersten Ergebnisse waren so vielversprechend. Keine Spur von Alterung, keine Zelldegeneration. Aber jetzt, wenn ich in meinem alten Labor in Bangkok wäre, oder bei meinen alten Kollegen, oder bei meinem alten Schnaps. Es reicht. Wir müssen positiv denken. Für Kenya. Ich weiß, dass du etwas gesehen hast. Liefern die Daten eine Erklärung für den Zweck dieses Geräts? Ich glaube, Pharaoh war in Behandlung, um sein Leben zu verlängern. Sehr zu verlängern. Wirklich? Könnte er noch am Leben sein? Red keinen Blödsinn. Wenn er überlebt hätte, hätte er seine Essenz behalten. Dann hätte er sie nicht an mich vererbt. Vergiss nicht, dass er der Erneuerer war. Er hätte sich bei der Suche nach den Geheimnissen von Leben und Tod durch nichts aufhalten lassen. Aber nicht für sich selbst. Alle seine Taten waren auf einen Neuanfang ausgerichtet. Für uns, die Quen. Und für seinen wahren Erben, mich. So langsam glaube ich, du hast recht. Du hast wirklich viel mit Ted Pharaoh gemeinsam. Ich wusste, dass du mir zustimmen würdest. Fahren wir fort. Seine Geheimnisse warten. Kann er sich ja nicht einfach draufstehen und draufsetzen und sterben? Wobei, nö, das finde ich nicht gut, weil ich möchte ihn nachher selber töten. Es gibt tatsächlich nur wenige, die mich in so kurzer Zeit so davon überzeugen, dass ich sie töten möchte. Hinten war nichts, ne? Genau. Okay, doch, hier drüben geht's weiter. Ist das ein kleines Büro? Für einen niederen Funktionär vielleicht? Du hast das für ihn gemacht? Ausschalter in ihre Köpfe eingesetzt? Kenya, verurteile mich nicht. Ich hatte keine Wahl. Hätte ich abgelehnt, was hätte er getan? Was würde er dir antun? Du bist meine Tochter. Ich wollte, dass du weiterlebst. Wozu, Dad? Im Ernst, wozu? Um in diesem unterirdischen Albtraum gefangen zu sein? Du weißt, was wir tun müssen. Bitte. Hast du eine Aufzeichnung gefunden, Aloy? Ja. Ich zeig sie dir später. Ihn getötet, ja. Aber Kenya hatte recht. Hing da unten ja eh fest. Sie hätten sich eigentlich auch, ne? Selber Kugel am Kopf setzen können. Und vor allem eine Gnade. Mal sagen, hier geht's weiter, ne? Schau dir die Ausrüstung an. Wir nähern uns dem Zentrum von hier. Ich kann es fühlen. Na, guck mal. Eine automatisierte Geothermalanlage direkt unter San Francisco. Ich suche nach einem anderen Eingang. Gute Idee. Das hat schon mal geklappt. In Ordnung. Leg los. Hallo? Eine automatisierte Geothermalanlage direkt unter San Francisco. Ein Wunderwerk. Sogar ich kann sie bedienen. Und seien wir ehrlich, ich war immer eher Visionär als Ingenieur. Darum hatte ich die Weitsicht,
auf den Einbau einer einzigartigen Funktion zu bestehen, nur falls mir jemand an den Karren fahren will, sozusagen. Welche? Oh, das stimmt aber wieder nicht. Das Gen-Ding. Einzigartige Funktion. Hier ist rot, hier kommt man nicht, da könnte lange rumrütteln. Beeilung! Brecht sie auf! Schlussintegrität erhalten. Okay. Öffnet die Tür! Geduld ist Skinny keine seiner Stärken, ja? Reaktorbericht, Text, Datenpunkte, Quest, Textprotokoll, Datenbeschädigung minimal. Reaktorstatus, Woche 50.844, Leistung 61%, Effizienz 54%, strukturelle Integrität 41%, Basistemperatur 1024 Grad, Kerntemperatur 283 Grad, Zustand, Sollzustand, 1024 Grad ist Sollzustand. Schutzvorrichtung betriebsbereit. Warnung, strukturelle Integrität niedrig. Kern gefährdet, jegliche Störung könnte das Sicherheitsprotokoll auslösen. Jetzt habe ich übersehen, aber das hilft uns auch nicht weiter. Wir müssen einen Lüftungsbedienste. Ah, guck mal. Wie lange kann es dauern, eine Tür zu durchbrechen? Hör ich doch selber hin, du Pfeife.